Bam, Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2 Blind. In der letzten Folge haben wir hier, Dingens, eine Rahmenbot gesehen und haben es leider nicht fangen können, wegen Mangel an Pokébällen und, tja, schade, aber ist leider so. Ich werde nicht laden oder sowas, also nochmal neu laden, weil das ist jetzt auch nicht so wichtig, ne? Es ist nämlich kein legendäres Pokémon. Ich wusste ja letztes Mal nicht so, ob das jetzt wirklich ein legendäres Pokémon ist, aber ich habe nachgeschaut, das ist keines. Es hat auch eine Vorentwicklungsstufe und ist ganz legitim zu fangen, aber nicht in dem Spiel. Das war hier das Einzige, was man hier fangen konnte, aber in Schwarz 1 konnte man das scheinbar ganz gewöhnlich fangen. So, ein Strepoli. Ja, da freut sich doch unser Duckface mit einem Zen-Kopfstoß. Boom. Oh, das macht gar nicht mal so viel. Protzer finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich geil. Nicht so wirklich. Und daher lass mal flüchten. Lass mal lieber flüchten. So, und zum Dilemma, dass ich ja nicht weiterkomme. Ich habe hier nochmal die Aufnahmen durchgeguckt. Darf ich hier durch? Ah, danke. Ich habe die Aufnahmen nochmal durchgeguckt. Und etwas ist mir aufgefallen. Erstaunlich, dass ich da nicht nachgeschaut habe. Na gut. Wo geht's hier nochmal raus, bitte? Verdammt. Habe ich vielleicht ein Fluchtseil? Flucht gescheitert. Du bist entkommen. Vielen Dank, herzlichen Dank. Habe ich ein Fluchtseil? Bitte, habe ein Fluchtseil. Man hat immer tausende Fluchtseile parat und braucht sie nie. Und jetzt möchte ich gerne eins und... habe natürlich... Aber ist es vielleicht hier? Nee. Habe natürlich... keines. Warum auch? Ich will doch nur raus. Geht's hier raus? Komm schon, hier muss es doch rausgehen. Irgendwo. Komm schon, ich bin hier richtig, ne? Komm schon. Ah, natürlich. Okay. Und zwar, genau, sind wir richtig. Moment, ich heile mal kurz die Pokémon. Nach dem Turnier ist ja unser Kumpel Hugh einfach abgehauen, einem Plasma-Rüppel hinterher. Und dem bin ich gar nicht hinterhergerannt. Ich bin einfach abgehauen. Aber ich guck mal, ob dann da unten es vielleicht sogar weitergeht. Ich nehme es an, weil ich habe nichts anderes gesehen. Stimmt, wir könnten noch ein Pokémon ablegen. So, bewegen. Dann bitte. Gilpe, du kannst bitte weg. Rocky behalte ich mal im Team als VM-Sklave. Ja, weil der kann ja Stärke und ich könnte ihm eigentlich auch Zertrümmerer beibringen. Im Falle eines Falles. ja, und von daher behalte ich ihn einfach mal im Team. Aber ich benutze ihn natürlich nicht als Kampfpartner. Okay, dann wollen wir Speedy wieder da zurück. Vor das Pokémon World Tournament. So. Ja, Chrome, was steht ja auch noch hier. Und Charon. Charon. Ja, Charon. Charon ist mir abgefolgt, aber Hugh ist ja hier nach unten gegangen, glaube ich. Gucken wir mal, was hier so ist. Da haben wir auf jeden Fall Anlegestellen. Eine Pokéball, ein Item, ein AP Plus. Nice. Vielen, vielen Dank. Kann ich hier mal ins Wasser springen? Kann ich nicht, schade. Kann ich ersäufen oder sowas? Was machst du hier, kleiner Backpacker? Ein Schiff muss das Meer überqueren. Wenn ein Schiff im Hafen liegt, wirkt es irgendwie einsam. Ja, du kannst du schon recht haben. Was ist denn das für ein Schiff? Okay. Dieses Schiff. Warum ist es so kalt? Außerdem... Es sieht aus wie ein altes Segelschiff, aber das ist es nicht. Das kann euch egal sein. Wir machen euch nämlich gleich fertig. Okay. Ist das etwa euer Versteck? Oh shit. Bingo. Du hast es erkannt. Oh. Deswegen sind so viele von uns hier.
Sind das etwa schon alle? Ruf ruhig mehr von deinen Leuten. Spiel dich nicht so auf. Auf geht's, macht sie fertig. Plasma! Nur, dass du's weißt. Ich bin jetzt richtig sauer. Du bist als Erster dran. Okay, Massenschlägerei auf einem Segelschiff. Gefällt mir. Na, zeig, was du so drauf hast, Rüpel. Plasma-Rüpel. Ein Smogon, sehr gute Wahl. Du hast auf jeden Fall Geschmack, Kollege. Aber das hindert die mich trotzdem daran, dich zu eliminieren, selbstverständlich. Nur dumm, dass wir jetzt keine Konfusion mehr haben, sondern nur noch den Zen-Kopfstoß, der ja jetzt physisch ist. Oh, ich mach, probier trotzdem mal, weil Smogon hat eine gute Verteidigung. Physische. Von daher könnte es eventuell sogar sein, dass Aquawelle mehr Schaden macht. Ich versuch's gleich mal. Kann nämlich sogar sehr gut sein, dass Aquawelle ausreichen kann. Tust sie auch. Tada! Easy peasy. Kein Problem für Duckface. Level 30. Du vertraust doch nicht etwa blind auf das Können der Pokémon. Ja, irgendwie sowas stand da, glaube ich. Ich konnte nicht genau entziffern. Der Nächste, los, beeilt euch! Jetzt bin ich dran. Oder genauer gesagt, ist jetzt mein unterer Tytox dran. Okay. Ihr habt natürlich alle nur ein Pokémon. Lächerlich. Einfach nur lächerlich. Was war das denn? Weiß ich nicht. Los, Darkface, mach uns Platz. Diesmal wird der Senkkopfstoß aber einen verheerenden Effekt haben, mein Lieber. Bereite dich schon mal drauf vor. Und ich komme immer noch nicht klar, dass unser Tytox so schnell ist. Das darf nicht sein. Das ist eine fucking Mülltüte. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber egal. Ja, das macht doch schon ein bisschen mehr Schaden. Ich hoffe, ich werde es nicht gleich abnippeln. Ja. Gut. Ich hätte Aquawelle einsetzen sollen. Ich habe es mir noch in dem Moment gedacht, als ich es einsetzen wollte, aber... Na gut, dann... töte dich eben selber, doofes Unratitox. Los, mach schon. Töte dich einfach selber. Jetzt hortet ja natürlich. Ja, dann horte du mal schön, mein Lieber. Alles steigt. Hallo, ich will Kampf. Los, danke. Aquawelle jetzt aber... Bam. Kein Ding, Digga. Und jetzt... Finish him! Quack. Sehr schön. Mit dem Volltreff, ja. Super. Das war nötig. Plasma! Ist ja gut. Wir haben alle ein bisschen so ein Tourette-Syndrom, ne? Dieses Bulk. Es erinnert mich an den Trainer, dass ich uns vor 2 Jahren in den Weg gestellt hat. Ja. Ja, was mit euch so los? Ihr chillt hier eine Runde. Ich helfe mal Hugh hier. Hört mal, wir sind so viele. Sepp, gebt gefälligst auf. Okay, muss ich mit Hugh sprechen vielleicht? Ich komme allein zurecht. Geh und hilf Sharon. Okay, na gut. Ha, 2 gegen 1. Wir machen dich platt. Freak. Ich möchte Ihnen zeigen, was wir zusammen erreichen können. Unterstützt du mich dabei? Na klar, Digga. Altes Haus. Machen die fertig. Okay, Doppelkampf gegen Team Plasma. Ein Golbat habe ich da gerade gesehen. Und ein Slimer. Interessant. Bismarck hatte gute Charon, natürlich. Und sein Bismarck hat magischerweise an 8 Level gewonnen seit unserem letzten Kampf in der... im World Tournament, was eigentlich nicht lange her ist. Aber okay. Dann wird Bismarck sich vielleicht... Ja, ich weiß nicht. Ja, Golbat ist prinzipiell gefährlicher, deshalb greife ich einfach mal Golbat an. Ach, okay, ja gut. Dann tschüss Golbat, würde ich sagen. Hätte mir dich schon mal aus dem Weg. Sofern... Oh, ein Volltreffer. Verdammte Kacke. Sofern man seinen Kopfstoß trifft, und das tut er, Wiedersehen, Golbat. Ich meine, er öffnet immer Wiedersehen, natürlich. Ich hoffe, wir müssen es nicht wiedersehen. Matschbombe, au. Nicht cool.
Nicht cool, gar nicht cool. Auf. Hui, jui, jui. Cleopatra, verdammt, weh hätte das jetzt Verfolgung. Ich warne dich. Es ist jetzt ganz bestimmt Verfolgung, ich sehe es doch schon kommen. Lukas? Oh, nein! Ich wusste es. Ich. Aber ist mir egal. Ich hab noch Beleber. Oh Mann, das hätte jetzt einfach dreist Verfolgung rein. Ja, stirb. Hätte es nicht vorher machen können, Bisberg. Mensch. Ja, noch ein Volltreffer. Ist ja okay. Ich möchte auf Lukas wechseln, habe ich doch schon gesagt. Mensch, niemand hört mir zu. Oh, ich mach mal mein Mikro ein bisschen näher ran, hoffentlich. Keine Ahnung, es sieht ein bisschen leise aus auf der Audiospur. So, dann natürlich schleunigst Duckface wiederbeleben. Und die Stärke wird hier ausreichen? Ich vermute schon. Ah, nicht ganz. Okay. Aua, hör auf mich anzugreifen. Kann sich mal jemand... Ach so, das war Boden. Ja, stimmt. Okay, ja, dann darfst du jetzt hier kurz einen Prozess machen, Lukas. Oder Bisberg, ist mir egal. Ich bin ein Vulkaner und total langsam. Mann. Vulkaner muss doch schnell sein. Was ist los mit dem? Dachte ich zumindest. Ein Rockheimann. Nicht gerade das Gelbe vom Ei. Für unseren guten Lukas. Ja, komm. Ich wechsle Fluffel aus zur Sicherheit. Rockheimann wird vermutlich schneller sein als Lukas. Mal wieder. Und wenn da der Bodenattacke kommt, ist nicht gut Kirschen essen mit dem. Okay. Gut. Gut, dass ich gewechselt habe. Der Arena-Leiter ist bereits ziemlich stark, aber du bist einfach unglaublich. Und das, obwohl ich auf dieselbe Kombination gezählt habe wie du. Was? Oder, hä? Habe ich das richtig vorgelesen? Ich verstehe euch nicht. Danke, du bist wirklich stark geworden. Jetzt helfe am besten Hugh. Aber der wollte meine Hilfe doch nicht. Na gut. Lass mal Fluffel kämpfen. Ba, 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 da. Hey, Hugh. Ich werde es schnell zu Ende bringen, also hilf mir dabei. Bist du es etwa, der vor 5 Jahren in Aventura City ein Feliluk gestohlen hat? Wer weiß, wir werden es herausfinden. Wenn jetzt ein Feliluk dabei hat, ist das ziemlich, verdächtig, sag ich mal. Ein Slime hat er dabei und ein Smogon, okay. Wieder mal guter Geschmack bei den Rüppeln, aber... Brainfuck habe ich gerade. So. Aber das wird euch trotzdem nicht retten. Ich setze mal... Ja, toll. Was setze ich denn ein? Ich mach mal... Mach mal Stachelspore auf Slimer. Und werde natürlich der Attacke ab. Ist ja klar. Und du sollst mal gar nicht physisch angreifen, Evaserp. Du blödes Ding. Greif gefällig Slimer an. Wieso bleibe ich eigentlich drin, wenn wir Pflanzen-Pokémon sind? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe mein Gehirn gerade nicht. Los, wechseln. Susa, klär du bitte. Fluffel, komm zurück. Los, Susa. Wird der Tag ab und keine Wirkung. Ja, sehr schön. Dann zeig mal deinen neuen Knochenharz auf Slimer, weil Smogon schwebt. Papam. Papam. Und hast natürlich nur 2 Mal getroffen. Ja, du musst es jetzt natürlich genau das Paradebeispiel zeigen, wie man es nicht machen sollte. Aber, na gut, Susa, ist in Ordnung. Dann kommt jetzt ein Schlammbad auf Evaserp. Okay, es überlebt und ist vergiftet. Aber macht nichts. Ein Radikarl. Radicate. Oder wie heißt das? Ja, doch, das heißt irgendwie Radicate, ne? Dann greifen wir mit Kraftwelle an, Susa. Das dürfte ein One-Hit werden. Nehme ich stark an. Ja. Sehr gut gemacht. Nicht anders zu erwarten. Und die Labklinge, ja, eine sehr gute Wahl. Hust, hust, nicht. Aber
Ja gut, es ist eine starke Attacke, Leibklinge, von daher. Alles doch noch einigermaßen Schaden gemacht. Ba, 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 dam. Ein Grill. Chitta! Dann würde ich sagen, ja, mache ich die Kraftwelle. Dürfte immer noch stärker sein als Offenlegung. Aber Grillcheater macht einen kurzen Prozess. Von daher kein Ding, Digga. Kraftwelle ins Leere. So, ein guck mal da. Ja, das dürfte auch One-Hit werden. Für unsere gute Susa. Ja gut, Funkflug kommt zuerst. Grillcheater schneller als Lucario. Das ist beachtlich, möchte ich hier mal hinzufügen. Nice. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Und am allerwenigsten ihr, Team Plasma. Wenn das so weitergeht, ist dieses Schiff, die Plasma-Fregatte, so gut wie verloren. Plasma. Ja, da wimmern sie. Jämmerlich. Moment mal, ist nicht wahr. Mist, was jetzt? Wir haben alle besiegt. Dann werde ich mal... dann werde ich sie mal über das Fedelu ausfragen. Okay, ich möchte auch noch einiges in Erfahrung bringen. Was geht hier vor? Moment, Plasmaweiser. Sieh mal einer an. Dich habe ich doch im Tiefkühlcontainer zittern sehen. Du bist Violazois, wie auch immer. Ich will deinen Namen gar nicht aussprechen. Dann verrate mir mal, was hier auf diesem Schiff treibt. Du. Wir werden erneut das legendäre Drachen-Pokémon unterwerfen und über einmal herrschen. Dann, ich werde nicht zulassen, dass neugierige Trainer wie ihr einfach tun, wonach ihnen der Sinn steht. Finstrio, bringt sie von hier weg. Damit du es weißt, wir sind nicht deine... ich weiß, aber werft sie trotzdem raus. Ihr habt gehört, was er gesagt hat. Okay. Das Finstrio. Hatten wir, glaube ich, im letzten Spiel auch schon gesehen. Was sind das denn für welche? Ha, mir reicht's. Wohin ist Team Plasma verschwunden? Ich bin gerade irgendwie ein bisschen Brain AFK. Keine Ahnung. So, jetzt konzentriere ich mich wieder. Konzentrieren, Konzentration, bitte. Das Finstrio verfügt über übernatürliche Kräfte, die es ihm erlauben, Menschen bewegungsunfähig zu machen und sie zu verschleppen. Okay. Ich mache mir aber mehr Sorgen darüber, was Vio, was auch immer, vorhin gesagt hat. Was meinte er damit, dass sich das legendäre Drachen-Pokémon erneut unterwerfen und über einmal herrschen wollen? Die legendären Drachen-Pokémon Reshiram und Zekrom sind doch gar nicht mehr in Einal. Freak. Es gibt etwas, das ich überprüfen möchte, deswegen gehe ich zu Route 6. Pass auf dich auf. Okay. Gut, dann gehen wir auch mal zu Route 6, würde ich sagen. Dann ist es wahrscheinlich der Durchgang, die Bauarbeiten dort erledigt. Ja, dann gucken wir da mal vorbei, nachdem wir unser Pokémon geheilt haben, selbstverständlich. So. Pokémon Center, hier ist es, bitte, dankeschön. Okay, ja, Reshiram und Zekrom sind scheinbar nicht mehr in der einer Region. Wir haben ja am Ende vom letzten Spiel gesehen, wie N auf eines der beiden, ich weiß nicht mehr welches es war, weggeflogen ist. Scheinbar ist das andere auch nicht mehr da. Na gut, mal gucken, was Team Plasma damit alles noch vorhat. I'm very gespannt. Um es in sehr gutem Englisch auszudrücken. Oh, hi Sharon. Ah, Freak, hast du kurz Zeit für mich? That music. Ja, da waren wir schon drin. Es hat sich nicht groß herumgesprochen, aber in der Nähe von Tessera ist etwas passiert, was mein Interesse geweckt hat. Was ist denn Tessera? Es war zwar nur für einen Augenblick, aber es wurde eine Temperatur von minus 50 Grad gemessen. Holy shit. Das ist noch nicht alles. Die gleiche Temperatur wurde auch noch in Stratos City und Maria City gemessen. Und vor kurzem gab es noch diesen Vorfall mit Team Plasma. Ich habe das Gefühl, dass es böse endet,
wenn ich der Sache nicht nachgehe. Aber ich kann Kälte nicht ausstehen. Hier, ich gebe dir die VM Surfer. Bitte benutze sie, um verschiedene Orte zu untersuchen. Denn wenn du einen deinen Pokémon Surfer beibringst, kannst du auch übers Wasser reisen. Das ist mir klar. VM03 Surfer. Wunderschön, vielen Dank, Sheridan. Tut mir leid, dass ich dich einfach gehalten habe. Aber es kann gut sein, dass da etwas Merkwürdiges vor sich geht. Ja, das auf jeden Fall. Sei vorsichtig auf deiner Reise. Ich pass auf mich auf, Sheridan. Keine Sorge. Ja gut, wir haben Surfer gekriegt, endlich. Sehr schön, dann können wir das jetzt unserem Enton beibringen. Wo haben wir es denn? Da, Surfer. Einsetzen. Und zwar Duckface. Versucht Surfer zu erlernen. Ja, schön, ne? Wunderschön. Für die Aquarelle natürlich. Denn wir brauchen nicht zwei spezielle Wasserattacken. Sehr, sehr gut. Dann können wir auch endlich dieses Item da unten einsammeln, was mich schon die ganze Zeit anguckt. Kann ich jetzt hier surfen? Ja, wunderbar. Ach. Ja gut. Dann gucken wir erstmal in diese Richtung da. Wenn wir schon hier sind. Das ist nämlich auch noch ein Item. Na, wunderbar. Und ich sehe auch ein Item. Ja, ein Riesenpilz. Gut, gut, gut. Oh, da ist eine Höhle da hinten. Wie kommen wir denn da lang? Ein Merrill. Oh, wie süß. Bam, bam, bam. Könnten wir uns eigentlich auch fangen, ne? Merrill. Ein Ersatz als Wasser-Pokémon. Auf jeden Fall nicht schlecht. Bam, bam, bam. Da machen wir mal die Stachelspure. Ja, das wehrt natürlich der Attacke ab. Ist ja klar. Oh, Moment. Wir haben keine Pokébälle, ne? Oder, oder, oder? Ja, gut. Wird ein bisschen schwierig, ohne Pokébälle Pokémon zu fangen. Dann gehen wir doch nochmal zurück. Kaufen wir uns ein paar Bälle. Ach komm schon, Pokémon, please. Du blödes Schnuthelm. Du bist entkommen und wie ich entkommen bin. So, dann surfen wir hier nach unten. Und dann hier hin. Und dann dahin. Und dann nicht anspringen lassen von einem wilden Navitab. Oh Gott. Das könnte noch böse enden. Gut, ich bin entkommen. Alles klar. Dann bitte ich dich hier Surfer einzusetzen, Duckface. Vielen Dank. Nein! Ah! Nochmal. So, was ist das für ein Item? Eine Herzschuppe. Oh, nice. Vielen Dank. Dann könnten wir eine Attacke wieder beibringen, falls das mal nötig sein sollte. Okay, da geht's nicht lang. Dann gehen wir jetzt nochmal kurz das Einkaufen. Und ich habe nicht vergessen, dass der Pokémon-Markt im Pokémon-Center drin ist. Hurra! So, kann ich helfen? Natürlich kannst du das. Ich möchte gerne ein paar Pokébälle kaufen. Sagen wir 10 Pokébälle. Ja, die sind noch recht günstig. Ein Premierball, dankeschön. Nein, ich möchte nicht noch mehr Pokébälle kaufen, sondern jetzt noch ein paar Superbälle, 5 Stück. Nicht wahr? Ja, natürlich. Und dann noch, weißt du, schönes Beleber. Wieder ein paar. Oh, das kostet Kohle. Das kostet Asche. Meine Güte. Supertrank. So, dann sind wir doch wieder gut aufgestockt hier. Jetzt müssen wir weitergehen. So, komm, dann surfe ich jetzt hier einfach mal rüber. Geht, glaube ich, ein bisschen schneller. Dann hier durch das Gras. Komm schon. Jawohl. Jawohl, ja. So, dann schleunigst. Kann ich hier nach unten? Nee, kann ich nicht. Schade. Geht's hier noch irgendwo lang mit Surfer? Gibt es natürlich bestimmt 1000 Sachen mit Surfer zu erkunden, wie hier zum Beispiel nicht. Guck mal! Was? Guck mal! Hi! Na, wie geht's? Dieses Pokémon eben, das war doch... Das war das legendäre Pokémon Cobalion. Ich hab dir doch neulich davon erzählt. Ah, Cobalion. Was für ein würdevolles Auftreten. Cobalion, Viridium und Terrakium. Man erzählt sich, dass diese drei Pokémon gegen die Menschen
sich gegen die Menschen gestellt hätten, um ihre Freunde vor einem Krieg zu schützen, den die Menschheit angezettelt habe. Denn sie wussten, dass Pokémon nicht in Frieden leben können, solange Menschen sich bekriegen. Ihnen war klar, dass die Taten der Menschen viele Leben kosten würden. Aber warum zeigt es sich nun den Menschen? Patrouilliert es zum Schutz der Pokémon die eine Region, weil vor 2 Jahren eine Gefahr von Team Plasma ausging? Oder ahnt es ein neues Unheil, das uns bevorsteht? Wie schrecklich. Verbreitet Gizis auch heute noch seine bösen Ansichten? Hat er andere gefunden, die er manipulieren kann? Ist es Zufall, dass Kobalium vor dir erschienen ist? Oder war es ein Appell an dich, das Unheil abzuwenden? Anders als N, der versteht, was in Pokémon vorgeht, kann ich nur raten, was seine Absicht war. Aber wenn du es schaffen solltest, dass Kobalium sich dir anschließt, wäre es dir in Zukunft sicher eine große Hilfe. Okay. Ja gut, wenn ich es treffe, dann rede ich mal ein Wörtchen mit ihm, ne? Dem kleinen Kobalium. Und dann hat es doch bestimmt sehr viel Lust, mit mir mitzugehen. Ein legendäres Pokémon also. Ja, wir können durch. Sehr schön. Okay. Oh, guck mal. Die Elektrolithöhle. Ich liebe diesen Ort. Zu einem bin ich fasziniert davon, dass sich die elektrischen Phänomene hier mit mathematischen Formeln beschreiben lassen. Und dann ist da auch noch die Verbindung der Höhle zu den Pokémon, sowie die der Menschen zu den Pokémon. Ich habe das Gefühl, dass das Akromas ist. Für mich ist dies der ideale Ort. Ich muss aufbrechen, um die Pokémon zu retten. Ich muss der ganzen Sache ein Ende bereiten, um meine Freunde zu beschützen, oder auch doch nicht. Hä, wer war das? Nee, also, der Chromas hat ja noch nie von Freunden gesprochen. War das Charon? Könnte sein. Moment mal. Warte mal. Hat nicht N schon im letzten Spiel von mathematischen Formeln gelabert, dass er auf sowas steht und so? War das N? Aber N ist ja nicht da. Ich verstehe es nicht. Vielleicht war es auch Charon, ich weiß nicht. Aber wäre cool, wenn es N gewesen wäre. Werde Zeuge der zerstörerischen Kraft meines unschlagbaren Dreiergespanns. Okay. Ich werde Zeuge und... deshalb muss ich dich vernichten, weil du jetzt auch ein Zeuge bist und keine Zeugen dürfen überleben. Naoto heißt du? Okay, ein Phasesnob konnte ich lesen. Ein Sandama und ein Klick. Okay. Dreierkampf könnte echt haarig werden. Ist kein Rundumkampf. Das ist blöd, sehr blöd, dass Fluffel jetzt ganz links außen ist, denn ich kann mit Fluffel nur die 2 Nachbarn angreifen, also Phasesnob und Klick und nicht Sandama, was minimal scheiße ist. So, ich werde erstmal, ich denke, ich werde Charm auf Phasesnob einsetzen. Und mit dir mache ich natürlich den Funkenflug auf Klick. Das würde dann auch Phasesnob noch so ein bisschen treffen. Wobei ich könnte... Ja, doch. So, und dann... ja... Mach Kraftwelle auf Phasesnob, denke ich. Sandama ist... Nee, weißt du was? Ich mache mit Fukana mache ich Funkenflug auf Sandama. Und mit dir greife ich auch Sandama an, weil Sandama könnte sehr gefährlich sein. Weil sowohl Süßer als auch Lukas sind sehr anfällig gegenüber Bodenattacken. Deshalb möchte ich das ziemlich schnell ausschalten. Mal gucken, das macht... Oh, paralysiert. Genial, Süßer. Luftschnitt. Verdammt, Luftschnitt ist speziell. Autsch. Nein. Oh, und es vergräbt sich. Scheißendreck. Autonomie. Was macht das nochmal? Das erhöht Initiative. Okay. Ist leichter geworden. Oh fuck. Ich hoffe, wir müssen Rocky nicht eins. Oh Mensch. Es muss aber auch immer dazu kommen, dass ich meine Regel brechen muss irgendwie. Nochmal gucken. So, das Problem ist jetzt, Sandama hat sich verpieselt. Ist Darkface schneller? Ne, Darkface kann nicht schneller sein als Sandama. Oder? Moment, ich guck mal ganz kurz.
Duckface hat eine Initiative von 41. Lukas 45. Okay, nein, das ist definitiv langsamer als Sandama. Das heißt, wir könnten surfen. Oh Gott, das geht auch auf Lukas, verdammt. Oh Mann, was ist das für eine Kacke? Das ist doch scheiße. Ich kann eh Sandama nicht angreifen, habe ich jetzt gerade festgestellt. Dann werde ich wohl über den Zenkopfstoß machen. Ach, was ist das noch? Lukas ist ja leider langsamer. Das wird auch nichts bringen. Von daher muss ich. Ah, Moment. Warte mal, Anton. Du musst ja sowieso erstmal hier wiederbeleben und so. Fluffel. Bevor ich das vergesse. So, und Lukas, du kannst jetzt bitte das Sandama angreifen. Und du greifst bitte. Ja, mit Kraftwelle Phasesnob an. Oh Gott, das wird so kompliziert gerade, dieser Kampf. Das macht's genau. Autsch. Jetzt kommt einfach ein Ladestrahl, ich glaub's ja nicht. Zum Glück hat er keinen Boost bekommen vom Ladestrahl. Und auf Lukas, aua. Nein, Lukas. Okay, 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 also. Duckface wiederbeleben. Lukas, boah, wir kommen nicht zum Angriff. Wir kommen einfach nicht zum Angriff. So, jetzt, mit Fluffel. Oh, wenn es wieder Schaufel einsetzt, geht das daneben. Soll ich erstmal Charme einsetzen? Ah, nee, nee, nee. Sandama ist paralysiert. Stimmt, das habe ich total vergessen. Dann mach bitte den Gigasauger auf Sandama. Und du machst die Kraftwelle auf Phasesnob. Oh Gott, ich hoffe, das geht gut. Beleber. Susa macht Kraftwelle. Oh, das war ein Volltreffer. Oh, und es kommt wieder Luftschild. Mann, ich hasse es. So eine Rotze. Und jetzt kommt der Lascher. Oh, bitte nicht auch noch Duckface. Und es kriegt den Boost. Es kriegt den Boost. Und ich konnte es dann damals schon wieder nicht angreifen. Okay, ich muss jetzt erstmal Duckface heilen, weil Duckface sonst drauf geht in der nächsten Runde. Ich sagte Duckface heilen. So, Lukas, du musst jemanden wiederbeleben. Zum Glück habe ich Beleber gekauft. So, Susa, macht Phasesnob jetzt Scanner oder nicht? Weil Offenlegung wird nicht reichen. Es wird nicht reichen und da mache ich trotzdem Kraftwelle. Beleber. Jetzt kommt der Tafelwasser, ja. Und jetzt töte bitte das Phasesnob. Kein Scanner. Ja! Stirb! Okay, eine Gefahr weg. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt Fluffel ohne Bedenken wieder reinschicken. Oh, Gott sei Dank. Fluffel rechte Hand. Nein, will ich nicht. Danke. Oh Gott. Okay, jetzt kommt der Ladestrahl. Der wird jetzt etwas mehr Schaden anrichten, leider. Okay. Klick muss als nächstes sterben. Ja, Süße, du hältst es aus. Komm. What? Das war kein Volltreffer. Okay, aber wir können Fluffel jetzt hier einsetzen. Okay, Duckface, du setzt. Oh Gott. Einer muss immer Beleber einsetzen. Was ist das für eine Rotze hier? So, dann du unbedingt Funkenflug auf Klick. Und du jetzt den Gigasauger auf Sandama. Du bist jetzt schneller als Sandama. Anton wird sterben. Das war mir klar. Oh, oh verdammt. Bitte nicht alle sterben. Bitte nicht alle sterben. Bitte nicht alle sterben. Jetzt. Also ich meine nicht die Gegner. Ihr dürft nicht jetzt alle. Fluffel. Sei gnädig, Fluffel. Holy shit.
Wie knapp war das denn bitte? Ach, okay, und Lukas stirbt auch noch. Okay. Oh Mann. Sousa und jetzt muss ich Rocky. Ist Rocky, kann ich eingetauscht werden? Was? Ich muss mal wechseln. Was? Hä? Ach, Moment. Warte. So. Rocky. So. Oh Gott. Jetzt muss ich erstmal. Also Rocky darf nichts machen. Rocky setzt jetzt einfach mal, keine Ahnung, Feuerodem ins Leere. So, Sousa, wir müssen jetzt erst wiederbeleben. Wir müssen zwei Leute wiederbeleben. Das heißt, wir haben noch vier. Lukas. Und du belebst Darkface wieder. Holy shit, was ist das für ein Kampf? Wir sind wieder so, der Part wird wieder so lange. Okay, jetzt hat er sich vergraben. Dann wechsel du bitte auf, ja, keine Ahnung, Darkface oder so. Ist mir wurscht. So, und du machst jetzt, ja, keine Ahnung. Ich kann nichts machen, ja. Knochenarzt. Bringt eh nichts. Dann Fluffel, du machst. Ja, Egelsamen, keine Ahnung. Rocky kommt zurück. Oh Gott, jetzt wird Sousa sterben, ich sehe es schon. Sousa wird wieder sterben. Es ist paralysiert. Danke. Oh, wir können dem Kampf ein Ende setzen. Den Krampf möchte ich schon sagen. Ja, mach Kratzer hier, du. Machst jetzt die Offenlegung. Nee, Kraftwelle zur Sicherheit. So, und du machst jetzt hier den Gigasauger. Alles rauf, stirb, Sandama. Und jetzt lass mich bitte aus diesem Höllenkampf heraus. Oh Gott, war das anstrengend. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Bis dahin. Verpiss dich, WhatsApp, verpiss dich. Einfach nur verpiss dich. Bis dahin und tschö.